Vor dir siehst du jetzt 5 Gegenstände auf dem Tisch. 4 passen zusammen, einer fällt raus. Ja, das sind Waffen fast alles, also großteils Gewaltinstrumente, außer des Kaugummis. Das würde ich jetzt nicht dazu zählen. Das ist ja eher, damit kann man ja keinen erschlagen. Ah, ja. Das ist ja eher so ein Weichteil. Der Kaugummi ist eine Softballpatrone gefüllt mit Chili-Gel. Brennt höllisch in den Augen. Gut, dann gehört der Kaugummi in die Reihe dazu. Wann machst du denn endlich mal einen Antrag? Hm? Ja, das muss einfach passieren. Ah. Unser Lutz Stielicke will heiraten. Ja, ich warte nur noch auf den richtigen Moment für den Antrag. Der kommt nie. Entweder man macht's oder nicht. Die letzten beißen sowieso die Hunde. Also worauf wartest du? Sie liebt dich, du liebst sie. Und sie ist die Tochter vom Chef. Machst du heute Abend auf der Betriebsfeier? Quatsch! Ey, mit mir an deiner Seite, der kann doch nicht schief gehen. Ich mache einen DJ und dann lege ein paar schöne Sachen vor ihr auf. Ja! Münchner Freiheit. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Das musst du spielen. Bist du wahnsinnig? Sofort so ein 80er-Kitsch. Oh, dann glaubst du, du bist schwul. Das ist ein wunderschöner Song. Der fängt an mit einem Dissakkord. Ohne dich schlafe. Dann kommt D-Moll. Und dann gibt's eine herrliche Bridge. Die ist angebettet zwischen 2 Dissakkorden. Ein F-Moll. Was für eine Bridge? Ja, das ist jetzt im Aufbau ein bisschen kompliziert. Aber hinterher hast du ein ganz... Das ist wie mit Annette. Ja. Aus der Komplikation. Da wächst was Schönes. Fata Morgana. Warner Bros. Pictures präsentiert die romantischste Komödie, seit es Väter gibt. Christian Ulm, Felicitas Woll. Fata Morgana erscheint nur im Kino. Standing at the crossroads, I think.